Nannte ich die beiden Soras hier am Ende der letzten Folge etwa ernsthaft Ornis? Ich sollte mir, glaube ich, wirklich etwas mehr Schlaf gönnen. Jedenfalls, willkommen zurück bei Zelda Breath of the Wild. Wir haben die erste Stelle der Mipha-Ballade gefunden. Nur, was ist hier zu tun, lieber Tucker? Was treibt ihr hier? Hi! Guten Morgen! Oh, der Recke! Was für eine Überraschung! Ich bin hier nur der Leibwächter. Wenn du Informationen brauchst, kann dir Musu vielleicht eher helfen. Es soll ja eine Prüfung geben, der sich Prinzessin Mipha hier gestellt hat. Nach den Details fragst du am besten Musu. Ah, ich verstehe schon. Wir mussten uns ja auch Prüfungen stellen. Und das Gleiche mussten auch die Recken absolvieren, halt in anderer Form. Aber ich bin mal gespannt, welche drei Prüfungen die gute Mipha so hinter sich gebracht hat. Musu, pack aus! Ah, du bist es, Link. Was führt dich denn hierher? Wir erkunden gerade auf Prinz Sidons Befehl hin dieses Gebiet. Hier hat sich Prinzessin Mipha der Prüfung gestellt. Und nun wiederholt sich das, was vor 100 Jahren geschah. Prinzessin Mipha fand eine Notiz. Wenn die Morgensonne sich erhebt, folge dem Pfad des Lichts zur Prüfung. Diese Worte haben etwas mit der Prüfung zu tun. Sie wiederholte sie unablässig. Die Morgensonne also? Moment, zufälligerweise ist es gerade 7.25 Uhr. Zählt das noch als Morgensonne? Aber ich sehe auch kein besonderes Licht. Okay, Moment. Ich schalte hier jetzt nochmal auf morgens. Vielleicht sehen wir dann ja etwas. Eventuell muss es auch beim Sonnenaufgang sein. Ich weiß es nicht, aber... Ja, super. Jetzt regnet es. Really? Och, Mann. Warte mal. Da ist etwas! Ich seh's! Ich hab's so rein zufällig gesehen, weil diese Drohne da drauf geleuchtet hat. Das war auf jeden Fall im normalen Storyverlauf noch nicht da. Ein seltsamer blauer Ring. Wenn ich dahin durchschwimme, taucht dann die Prüfung auf? Es ist auf jeden Fall auch in Richtung der Sonne. Also, wir hatten Glück, dass der Regen nicht lang andauerte. Und ja, hier ist auf alle Fälle etwas. Ja, perfekt. Das war doch gar nicht so schwierig. Auch wenn ich es jetzt nicht mit Hilfe der Sonne gefunden habe, sondern einfach per Zufall, weil diese Drohne drauf geleuchtet hat und mir aufgefallen ist, dass da irgendwas Bläuliches schimmert. Nun, ist ja auch egal. Gelöst ist gelöst. Rein in den Kyo-Dafuna-Schrein. Und das ist jetzt einer der Prüfungsschreine, den Recke Mipha hinter sich bringen musste, bevor sie als würdig galt, den Titan Varuta zu steuern? Kyu-Dafuna stellt uns die Prüfung Schmelzpunkte. Okay, das ist jetzt etwas, was vielleicht nicht ganz zu einem Sora passt. Na gut, auf der anderen Seite. Eis ist ja immer noch ein Aggregatzustand von Wasser. Und wenn es danach geht, hat es dann doch irgendwie mit Soras und Wasser zu tun, aber... Ja, jetzt schauen wir doch erst einmal, was hier verlangt ist. Wie mache ich das denn? Ganz einfach mit der Fackel? Okay. Ins Eis halten, schmelzen und der Drops ist gelutscht. Aber so einfach wird das wahrscheinlich nicht weitergehen. Oder sind diese Schreine jetzt hier erheblich einfacher?
als die der Pilotenprüfung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sonst hätte man das Spiel ja anders begonnen. Ich würde sogar sagen, es wird jetzt noch schwieriger, oder? Weil alles andere war ja unlogisch. Na gut, schauen wir erstmal, was passiert, wenn ich mich hier auf diesen Schalter stelle. Noch mehr Eiswürfel? Regie, könnt ihr mir mal einen Cocktail machen? Bei so vielen Eiswürfeln wäre das doch Verschwendung. Ein Long Island, bitte. Ja, ja, kannst auch gerne mehr Cola reintun. Aber jetzt mal ehrlich, was bringt denn das? Oder soll das... vielleicht soll ich so nach oben kommen können. Oder auch nicht. Na, wobei, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir schmelzen den ersten Eisblock ein wenig, damit wir leichter raufkommen können. Und so können wir dann von Eisblock zu Eisblock springen. Und die oberen zum Schmelzen bringen. Aber könnte ich nicht auch einfach Feuerpfeile verwenden? Jetzt mal ehrlich. Es klappt auf jeden Fall. Wenn ich mich gerade wieder runterspringe. Ja. Ich hoffe, das ist gewollt, weil ich rate hier jetzt ehrlich gesagt. So wirklich ist mir die Hauptaufgabe nämlich nicht klar. Ja, es kann nicht schaden, hier einfach mal alles zum Schmelzen zu bringen. Und sicherlich habt ihr es schon bemerkt, wir tragen das Sora-Outfit, das ich im Storyverlauf mit Absicht und mit Vergnügen Mifas Design angepasst habe. Ich dachte mir, das ist für die aktuellen Aufgaben sehr, sehr passend. So, jetzt hier rauf. Ist das richtig so? Schaut schon so aus. Ja, doch, doch. Da vorne kann ich auch schon das Ziel erkennen. Aber was ist mit Truhen? Es wird doch auch hier in diesem Schrein Truhen geben, oder etwa nicht? Vielleicht befindet sich eine in einem Eisblock? Aber ich möchte jetzt ungern jedes einzelne Eisblöckchen zum Schmelzen bringen. Allein weil das sehr viel Zeit kostet und euch natürlich langweilt, ist klar. Aber warte mal, ich habe den Truhenscanner noch aktiv. Stimmt. Und der hat noch nichts von sich gegeben. Also, gibt es hier vielleicht gar keine Truhe? Oder kommt die noch? Irgendwie nicht. Und dieser Schrein war jetzt dann doch deutlich einfacher als die der Pilotenprüfung. Oder komme ich da nicht rauf? Oh. Okay. Dann werde ich wohl doch noch vor einem Problem gestellt. Und habe ich richtig gehört? Der Truhensensor hat jetzt was von sich gegeben? Ja, tatsächlich. Es gibt also doch irgendwo eine Truhe. Ja, aber was wollen die denn von mir? Ich kann auch nicht einen Eisblock mitschleppen, oder? Oder kann man die tragen, wenn sie klein genug sind? Oh, ja, bestimmt. Ja, okay, okay. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, wie wir ans Zeichen der Bewährung kommen. Aber wo ist die Truhe? Sensor? Hier unter mir? Oder über mir? Auf jeden Fall hier in diesem Bereich. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen Zeit investieren, Leute. Hilft nichts. Ach da! Jetzt sehe ich's! Da drin, da ist noch so ein Eisblock eingeklemmt in so einer kleinen Höhle. Das ist safe. Ganz, ganz safe. Die Truhe. Ja gut, dann holen wir die doch zuerst. Und dann muss ich gucken, wie ich das mit den Eiswürfeln hinkriege, dass ich einen mitnehmen kann, der groß genug ist, um mit dessen Hilfe ans Zeichen der Bewährung zu kommen.
aber gleichzeitig eben auch hier durch den Parcours durchzukommen. Aber was mache ich denn bitte schön, wenn alle Eisblöcke hier weggeschmolzen sind? Also wenn ich das jetzt alles versaubere, muss ich dann nochmal den Schrein verlassen, um das Ganze zu resetten? Oh, das ist ja eklig, ey. Wir sollten uns keinen Fehler erlauben. Und hier ist sie, die gut versteckte Truhe mit einem Eisschwert drinne. Ach, Moment, können wir nicht sogar mit dem Eisschwert die Eisblöcke wieder wachsen lassen? War das nicht so? Und den kann man schon tragen? Wirklich? Die Größe ist schon okay? Okay, gut, gut. Warte mal. Dann lege ich den hin. Positioniere den ein bisschen besser. Und dann haben wir es doch eigentlich, oder? Okay. Ich habe mich schon gewundert, was ist los? Link, ich möchte dich aber loben. Mit so einem fetten Eisblock auf den Schultern schaffst du es trotzdem noch, solche tollen Sprünge zu vollführen. Not bad. Oh, und was soll das jetzt? Kann ich das Ding auch schieben? Okay. Ja, dann haben wir's. Kurze Überprüfung wegen der Truhe, aber ja. War die einzige, das dachte ich mir schon. So, dann legen wir das Teil jetzt einfach mal hier hin. Und benutzen das Cryo-Modul, um es nach oben zu manövrieren. Und jetzt sollte das eigentlich reichen, oder? Nein? Doch! Wow, ich habe jetzt schon Schiss bekommen, ne? Okay, trotzdem ein einfacherer Dungeon als die vier, mit denen wir es bis jetzt zu tun bekommen haben. Aber dennoch, schönes Rätsel und deutlich besser als fast alle Schreine im Hauptstoryverlauf. Weißt du, damit bin ich ja schon zufrieden, dass diese Schreine hier so viel besser sind als all die 120, die wir davor gemacht haben. Was ist das? Das ist kein Zeichen der Bewährung. Also jedenfalls kein normales, da war Router drauf. Zeichen von Router. In seinem Bestreben, einen Titan zu steuern, stellte sich der Träger dieses Zeichens an der Prüfung des Wassers. Auf drei Zeichen folgt eine neue Herausforderung. Wow. Was geht? Der DLC packt immer neue Überraschungen aus, ne? Noch zwei. Welche Prüfung wird das sein? Es war ja auch mal die Rede von einem neuen Dungeon oder wie auch immer. Aber ich denke, den schaltet man doch dann erst frei, wenn man alle Rätsel geschafft hat von allen Recken, oder? Bleiben wir einfach mal gespannt und warten wir es ab. So, dann lasst uns doch dieses Foto hier gleich mal löschen. Damit sind wir durch. Und jetzt sollten wir die anderen Orte aufspüren. Wo könnte das denn sein? Also, auf den ersten Blick kommt es mir halt wirklich nicht bekannt vor, leider. Aber das hier, das muss man doch orten können. Lass mich nochmal die große Karte betrachten. Das Problem ist halt auch, ich kann nicht sagen. Wo in etwa das ist, also auf welches Gebiet ich mich konzentrieren muss. Ah, aber warte mal, ich glaube, ich habe da was erkannt. Dieser Kreis hier. Ist das nicht der dort auf der Karte? Weil was anderes macht keinen Sinn. Doch, auf jeden Fall. Das ist das Sora-Reich. Und somit befindet sich die nächste Aufgabe nordöstlich vom Sora-Reich.
Gucken wir noch kurz, ob das mit dem Gebirge einigermaßen passt. Ja. Ja. Hier diese zwei Plateaus. Das stimmt überein. Oh, aber das war deutlich schwieriger zu sehen als noch das hier am Rande, finde ich. Bei dem anderen habe ich momentan noch keine Ahnung. Und das mit dem Sora-Reich trifft sich sehr, sehr gut. Denn ich habe einen sehr interessanten Kommentar gelesen. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Aber es ist wohl so, dass der König irgendwann im Spielverlauf gegen Ende neue Informationen zu Mipha raushaut. Und das habe ich wohl im Haupt-LP nicht gezeigt. Wusste ich ja nicht. Aber dann kann ich das jetzt gleich mal nachholen. Und im selben Atemzug tauschen wir unsere vier Zeichen der Bewährung gegen einen weiteren Ausdauercontainer ein. Ich habe ja auch gefragt, wofür die jetzt sind, diese Zeichen der Bewährung, ne? Und ihr habt mir alle gesagt, weiterhin dazu da, um neue Herzen und Ausdauercontainer zu erlangen. Also ist es jetzt wahrscheinlich möglich, am Ende des DLCs, sowohl die Herzen als auch die Ausdauer zu maximieren. Finde ich cool. Weil ich fand das nie so geil, dass man sich für einen Wert entscheiden musste. Oder warte mal, kann man noch ein weiteres Herz bekommen? Jetzt nur rein aus Interesse. Nein. Okay. Möchtest du stattdessen einen Ausdauercontainer? Ja. So sei es. Perfekt. Noch mehr Ausdauer zum Klettern. Juhu. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfungen besteht, erhöht deine maximale Ausdauer. Zack. Link, ich habe dir bereits große Kraft gewährt. Du solltest keine weitere begehren. Bring den Frieden nach Hyrule zurück. Hä? Warum nicht? Oder war das jetzt eine einmalige Sache? Nein. Ich glaube... Was machst du da? Ich denke, wenn man diese ganzen Aufgaben der Recken hinter sich gebracht hat, dann kann man die Zeichen der Bewährung auch noch eintauschen, oder? Doch, würde Sinn machen, weil es sind vier Recken. Jeweils drei Kugeln. Sprich, 12 insgesamt. Jo. Drei Upgrades. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann fehlen uns sogar noch drei für die maximale Ausdauer. Oder waren es nur zwei? Ach, keine Ahnung. Lassen wir uns einfach überraschen. Auf jeden Fall einen weiteren Ausdauercontainer bekommt man. Das steht schon mal fest. Miphas Tagebuch? Das liegt hier auch einfach rum? Was zum Teufel? Eine Gesandtschaft des Königs von Hyrule kam heute in unser Dorf. Mit dabei war ein Hylianer von ungefähr 4 Jahren. Sein Name war Link, in den sie sich ja später verliebt. Er war sehr aktiv und er hat wirklich ein süßes Lächeln. Insgesamt wie ein durchschnittliches Kind. Aber trotz seines Alters soll er schon mit dem Schwert umgehen können und sogar Erwachsene besiegt haben. Vielleicht ist er auch nur ein kleiner Draufgänger, denn er hatte überall Schrammen. Also habe ich ihn geheilt. Er hat so etwas wohl nie gesehen, denn seine Augen wurden ganz groß, als ich meine Kraft einsetzte. Wie goldig! Beim Dorf der Soras wurde ein Titan ausgegraben. Varuta. Als ich ihn das erste Mal sah, fand ich ihn direkt niedlich, so groß und rundlich, wie er ist. Und die lange Nase dazu. Die Leute vom Stamm der Shika, die für die Ausgrabung hier waren, sagten, dass Titanen einen Piloten brauchen. Jemand hat dieses Ungetüm gesteuert? Ich frage mich, wer es wohl als nächstes steuern wird. Welch Ironie. Sie selbst ist er dann dran. Link war wieder hier. Das letzte Mal ist jetzt schon eine Weile her und er sieht jetzt ganz anders aus als damals als Kind. Er wurde zum Ritter ernannt und führt das heilige Bandschwert. Er spricht und lächelt viel weniger als früher. Ich habe ihn mehrmals gefragt, ob alles in Ordnung ist, aber er schüttelte immer nur den Kopf. Vielleicht ist es, weil er nun größer ist als ich. Ich habe das Gefühl, er blickt ständig über mich hinweg in die Ferne. Hm.
Die Prinzessin von Hyrule war bei uns im Dorf und wollte wissen, ob ich einen der Titanen steuern würde. Sie sagte, dass sie gegen die Verheerung meine Hilfe braucht. Ich wusste sofort, was ich zu tun hatte. Falls die Verheerung Ganon zurückkehrt, sind das Dorf und seine Bewohner in Gefahr. Ich weiß nicht, wohin das alles führt, aber wenn ich etwas tun kann, will ich es tun. Ich muss alle beschützen. Außerdem sollen die Titanen demjenigen helfen, der bestimmt ist, sich Ganon zu stellen. Link. Link war nach längerer Zeit wieder bei uns. Ich erzählte ihm von dem Leunen am Donnerhorn, der uns Sorgen bereitet. Echt? So lange war der hier aktiv? Weil wir haben ihn dann ja im Storyverlauf gekillt, ne? Er machte sich einfach Richtung Berg auf, ohne ein Wort zu sagen, also folgte ich ihm. Link bestand zwar darauf, dass er es allein schaffen würde, aber ich ging trotzdem mit. Und dann geschah es. Der Leune griff uns hinterrücks an und ich dachte schon, es sei um uns geschehen. Doch Link zog das heilige Bandschwert und besiegte den Leunen. Okay, warum war der dann trotzdem wieder am Start, 100 Jahre später? Er beherrscht das Schwert wirklich meisterlich. Ich war wie gebannt von seinen Bewegungen. Wie er denen zur Seite steht, die seiner Hilfe bedürfen. Seine eleganten Bewegungen. Sein letzter, besonders schöner Angriff war die Wirbelattacke. Ob ich diese Attacke mit meiner Lanze auch schaffe? Vater hat mir endlich erlaubt, den Titanen zu steuern. Wir können die Verheerung nicht einfach ignorieren. Wir Soras müssten tun, was wir können, sagte er und bat mich mit Tränen in den Augen, nur ja heil zurückzukommen. Was ja leider nicht geschah. Ich hätte selbst fast geweint und konnte nur nicken. Sigon starrte nur an die Decke und Mushu verließ den Thronsaal. Es tut mir leid für die beiden, aber ich möchte Link helfen. Inzwischen habe ich auch alles für die Rüstung. Heute wurde die Ernennungszeremonie in Schloss Hyrule abgehalten, aber ich weiß gar nicht mehr viel von der Zeremonie selbst, denn danach ist etwas Wundervolles geschehen. Ich habe so etwas noch nie erlebt und ich werde diesen Moment für immer im Herzen behalten. Ich bin sehr dankbar, dass die Prinzessin meiner Bitte nachgekommen ist und Daruk getan hat, was er getan hat. Aber ich habe auch etwas gehört, was dieser süßen Erinnerung einen bitteren Beigeschmack verleiht. Link wurde anscheinend als Leibwächter der Prinzessin auserwählt. Sie werden viel Zeit miteinander verbringen. Okay, Moment, Moment. Irgendwie verstehe ich nicht ganz, was da gerade abgegangen ist. Was hat Daruk getan? Sehen wir das später noch? Ich hoffe doch, weil das würde ich dann doch gerne wissen. Falls ich jetzt irgendwas nicht kapiere, weil jetzt mal eine Rückblende oder so gezeigt wurde, gerne in die Kommentare damit. Und dass sie eifersüchtig auf Zelda ist, ist auch irgendwie verständlich, ne? Heute ist die Rüstung endlich fertig geworden und sie sollte Link perfekt passen. Er soll bald wieder ins Dorf kommen. Ich frage mich, ob ich ihm die Rüstung wirklich geben soll. Vor langer Zeit gab es wohl eine Sora-Prinzessin, die sich in einen hallianischen Schwertkämpfer verliebt hat. Ruto? Ja, Ruto. Dieses Mal kommt Link ohne die Prinzessin, also hat er hoffentlich etwas Zeit. Ich weiß, ich werde mit Link auf Ruta den Sonnenuntergang anschauen. Möge die Sora-Prinzessin mir Mut geben. Oh, hatte sie da etwa vorgehabt? Ne? Hat wohl nicht ganz so geklappt. Na Link, was denkst du dabei, wenn du sowas liest? Fangirls sind schon was Tolles, oder? Aber hey, ich war ja eigentlich wegen dem König hier. Bro, willst du nicht mit mir reden? Ah doch, hier. Link, wir sind dir zu größtem Dank verpflichtet. Dank dir ist unser Dorf gerettet. Auch die übrigen Soras des Dorfes können ihr Glück kaum glauben. Jedoch, Link, eine Frage brennt uns auf der Zunge. Du bist aus Waruta zurückgekehrt, Mifa jedoch nicht. Ist es, wie wir fürchten? War es schon zu spät? Ich sah ihren Geist. Ihren Geist? Das heißt, Mifa ist... Hat sie etwas gesagt? Oh, Mifa... Und wir konnten nichts tun. Doch letztendlich hat Mifa ihre Pflicht als Recke erfüllt.
Als ihr Vater ist es unsere Aufgabe, über sie zu wachen. Link, sie hat dich wirklich geliebt. Wow. Da droppt aber was, hey. Dir erneut zur Seite stehen zu können, erfüllt sie sicherlich mit Freude. Bitte versprich uns, dass du Mifa niemals vergisst. Auf keinen Fall. Sie ist immer bei mir. Wir danken dir für deine Worte. Sie bedeuten uns viel. Wenn du jemals in Schwierigkeiten gerätst, wisse, dass du hier immer willkommen bist. Ob Tag oder Nacht, wir alle hier werden dich mit offenen Flossen empfangen. Also dann benötigst du noch einen Rat? Nein, danke. Sehr, sehr schöne, optionale Szenen und Details. Allein das Tagebuch ist Gold wert. Geil. Danke für den Hinweis in den Kommentaren. So, und jetzt kümmern wir uns um die nächste Aufgabe, die... Wo war es noch? Hier irgendwo sein muss, oder? Komm, lass mich nochmal schauen. Ach, im Wasser. Wobei hier auf der Karte noch ein bisschen Land zu sehen ist. Ach nein, Moment. Ich glaube, das ist dieser Bereich hier. Der Mikau-See war einfach früher ein bisschen größer. Stimmt's? Ja. Lasst uns einfach mal zum Mikau-See gehen. Ich glaube, da werden wir fündig. Jo, da vorne, da ist auch so ein blauer Ring. Wie wir ihn vorhin schon gesehen haben. Muss ich da einfach nur hindurch und das war's? Das ist ja diesmal easy. Keine wirkliche Aufgabe. Bisschen schade eigentlich. Aber gut, dafür war's. Falsch gedacht. Gerade wollte ich sagen, dafür war es ein bisschen schwieriger zu finden, aber es gibt doch noch was. Ein Zeitlimit! So ein bisschen erinnert mich das Ganze an Zelda Twilight Princess, also diese Portale hier. Sieht schon so ein bisschen so aus, oder? Uiuiuiui. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Aber coole Idee. Ich mag das. Geht's noch weiter? Echt? Wow. Bis ganz nach oben, ne? Ah, Vorsicht, deine Ausdauer, Link. Kurz zurückhalten. Und rauf mit dir. Wie gut, dass ich das Sora-Outfit schon anhatte. Das war wirklich ein Vorteil. Und hiermit ist es geschafft. Nice. Ja, ich mag diese kleinen Aufgaben. Erstmal den Ort suchen und dann irgend so eine kleine Aufgabe. Und jetzt kommt die große Aufgabe, der Schrein. Finde ich sehr gut strukturiert. In der nächsten Episode stellen wir uns demnach dem Mau-Eruya-Schrein. Nicht verpassen und Like da lassen.